Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Ihr hört schon meine Stimme, ich bin ein bisschen erkrankt. Ein Video davon ist schon online, es ist dieses Vor-Ostern-Video. Aber darum geht's nicht. Und weil mir heute leider keinen Namen einfallen, werde ich mich selbst einfach grüßen. Nein, Spaß. Ich grüße meine Zuschauer. Irgendwie komisch. Oder? Irgendwie ganz komisch. Naja, wir müssen zum Helicarrier. So. Let's go. Thorsten, wir kommen. Warum löst du dich nicht einmal in Luft? Jetzt wollte der mich wieder beleidigen mit seinen Warum löst du dich nicht einfach in Luft aus? Digga, hat der Probleme. Okay. Willkommen im Kommandozentrum des Helicarriers. Cool, was? Du kannst Missionen wiederholen, wenn du sie auf der Zentralkonsole auswählst. Danke für die Information. Aber das wusste ich schon davor, weil ich schon mal hier drinne war. Wir haben alle Daten von SHIELD-Agenten und Avengers weltweit ausgewertet und können mit Sicherheit sagen, dass Dr. Doom definitiv Böses im Schilde führt. Ich weiß, das hilft uns nicht wirklich weiter, aber immerhin ist es ein Anfang, nicht wahr? Uns steht jeden Augenblick eine planetarische Katastrophe bevor, wenn wir Dr. Doom nicht aufhalten. Wir müssen ihn stoppen. Meine Zeit ist gekommen. Bald werden sich alle Erdbewohner vor Doom verbeugen. Die Erde, sie ist so ein wichtiger Teil meines Racheplans. Danke, aber das mit dem Rächen übernehmen wir schon. Und sieh mal, Loki und sein Freund haben eine große gemeine Megawaffe. Ihr Einfallspinsel habt keine Ahnung, welche Gefahr euch droht. Ich habe diesen Doom Ray entwickelt, um den Planeten vor der Zerstörung zu bewahren. Natürlich auch, um jeglichen Widerstand gegen meine gütige Herrschaft niederzuschmettern. Die Erde wovor zu bewahren? Ich halte sie auf. Du machst meine Waffe fertig. Eine hervorragende Idee. Ihr Narren! Ich bin hier der Herrscher! Hey, hey! Spinnenartige Agilität zu euren Diensten! Du kannst mich unmöglich allein besiegen! Wer sagt, dass er allein ist? Jetzt geht's! Nicht rund! Ich habe zu tun! Gott, da verpieselt er sich schon wieder. Dr. Doom und Loki sind die Sorte von Typen, die sich die Macht teilen? Das könnte für uns ein Vorteil sein. Ich glaube er nicht. Ich glaube, Loki macht so einen 31er-Move und wird ihn im letzten Moment bestimmt irgendwie von dem Teil runterwerfen. So, einmal ab in den Abgrund. So ist er bestimmt dann. Oh, ich hasse diese Mutanten. Hoffentlich müssen wir sie danach nie wiedersehen. Ist ja schrecklich. Ja, natürlich hier auch wichtig. Alle Münzen sammeln. Was ist das? Ja, da ist was zum Ziehen. Oh nee, wieder Blondine. So. Immer das Rotorenblatt auffahren. Die Mucke macht auch schon wieder Spaß zuzuhören. Och, Spidey, kletter doch bitte hoch. Also tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel kommentiere. Aber wie gesagt, meine Stimme ist gerade nicht so mit der Kraft, dass ich jetzt die ganze Zeit reden kann. Auf jeden Fall kann Captain America da oben was machen.
kann er auch hier rüber jumpen? Warjump. Digga. Jawohl. So. An der Wand. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? Ja, mein das meinst du. Haltet die Augen auf. Wir müssen Doom und Loki erreichen. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir dort sind. Ich meine, das letzte Level hat auch nicht so... ja, so schnell beendet. Oh. Ja, aber ich glaube, da kommen wir nicht rein. Oder? Alles scheint mit Magneten zu funktionieren. Kommen wir da in das Minikit? Aua! Okay, nein, nicht voll. Obwohl doch mit Captain America. Oder? So. Und jetzt hier Schild benutzen. Jawohl! Gut, dass ich das nochmal ausprobiert habe. Oh, geht doch mal alle weg hier, Alter. Muss doch nicht sein. Oh, nicht wieder so ein Laser. Ja, du sagst es. Wir sind so am Lasern sind wir. Minikit. Oh ja. Ja, schade. Ich wollte gerade da reingehen. Na, da können wir was aufmachen. Zack. Bisschen elektrisieren. Schub, 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 schub. Leute, wollt ihr auch noch rauf? Nein, okay, verstehe. Die mit ihren Mini-Pistolen hier. Ja, keine Chance. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Ja, wo ist jetzt der große Feldkopf? Ah, da ist er ja. Nein, nicht nochmal zurückgehen. So, die müssen wir noch hier aufziehen. Ja, aber wirklich in der Tat. Guckt euch mal das Spektakel an. So weit oben. Das ist Elon Musk Traum. Die er bestimmt in 3000 Jahren mal erreicht hat. Sein Traum, eine große Weltraumbasis zu bauen. Wo er dann flüchtet. Gott, müssen die alle so so anders aussehen, so divers. Oh, Blondine tot. Mein Spinnensinn kribbelt. Mein Spinnensinn kribbelt. Gut, Captain.
Immer aufmachen. Okay, da kommen wir noch nicht hoch. Warte kurz. Hallo, ich würde gerne bauen. Gut, bitteschön, Leute. Und weiter geht's, oder? Wo ist denn der Spidey? Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Hallöchen, wir sind auch hier. Angrenzende Verbindungsbrücke ist nicht sicher. Von einem Fortfahren ist abzuraten. Das sagen die immer. Also soll dahinter irgendwas Böses sein? Egal, damit komme ich zurecht. Okay. Wie bekommen wir die Kacke hier auf? Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Oh, warte. Oben Minikit. Nice. Nice Eis. Darauf habe ich jetzt Hunger. Vor allem in der Frühlingszeit ist ein Eis richtig geil. Okay, die ersten Riegel sind geöffnet. Dann brauchen wir nur noch das zweite. So, zweite Riegel auch gleich offen. Zack. So, jetzt brauchen wir Storm. Damit sie wahrscheinlich das Teil dreht. Warnung, Türmechanismus aktiviert. Von einem Fortfahren wird immer noch abgeraten. Ja. Jetzt, da sie gesagt haben, dass man sie nicht öffnen soll, will ich es erst recht tun. Ja, und jetzt ziehen wir sie auf. Oh Gott, vielleicht war das nicht so eine gute Idee. Ich glaube, die Türsteherin hat es ernst gemeint. Ach. Vielleicht hätten wir das besser durchdenken sollen. Oh nö, alles super. Perfekt. Oh. Münzen farmen, Münzen farmen. Hoffentlich nicht hier so ein Minikit wieder versteckt. Erinnere mich nächstes Mal nicht, die Panoramaroute zu nehmen. Hier ist Endstation, Metallkopf! Ihr jämmerlichen Würmer, verbeugt euch vor dem Retter der Erde, Dr. Doom! Der Zwischenfall mit dem Tanker war nur ein kleiner Fehler. Ihr haltet mich nicht auf. Ja, ja. Habt doch alle zu viel Drogen genommen. Warte kurz, lass mich ein bisschen Münzen farmen. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, ich bin doch schon scharf, also reicht das ja. Jetzt reicht, ihr Helden! Ich bin euer Verderben! Oh Gott. Drück niemals den roten Knopf. Donald Trump vielleicht. Drück niemals den roten Knopf. Ah, ich habe auch was genommen. Ich hab letztens so einen Song angehört. Der ging halt so, also wirklich die Hook so. Dumb Ways to Die. Und da war da eine Strophe war da so. What does the Rot Button do? Und ich dachte mir so, ja, das ist bestimmt eine Anspielung an Donald Trump. Und das war es auch. Und nicht wieder so eine Blondine.
Londinen müssen vernichtet werden. Was? Ich weiß auch nicht, was ich hier immer gegen Londinen habe. Aber ich hab's halt. Jawohl, True Believer. Gott, jetzt können wir mit dem eigentlichen Geschehen weitermachen. Jawohl! Ist auf dem Boden! Hallo? Bam! Gut, nochmal! Komm, ich sprühe dich! Reiß dir den Kopf ab! Jawohl! Wie sieht er denn aus? Ah, das ist Spidey. Spidey, lauf doch bitte ein bisschen schneller. Komm her, komm zu Papi. Aus dem Fenster geschmissen. Meine wahre Macht zu spüren bekommen. Natürlich setzt er sich wieder in so eine Kanone. Hey, ganz ruhig. Bau doch auf. Was war das denn jetzt? Digga! Ja, danke! So, da oben müssen wir bestimmt diese Ringe kaputt machen und ich hatte recht. So, Blechbüchse! Nimm das! Wer? Lass mein Captain in Ruhe. Oh, ist wieder so am Elektrisieren. Er steht schon wieder unter Strom. Ihr könnt gewinnen. Macht sie fertig, Doombots. Ja, warum? Er lief gerade einfach von alleine. Beim Liefen. Ja, Liefen. Gutes Deutsch. Jetzt zieh seinen Kopf wieder ab und Spidey schwingt ihn aus dem Fenster. Einmal aus dem Fenster, bitte. Wann ist er sauer? Wo ist eigentlich Loki? Ach, da hinten. Hey, Loki. Naja. Wir werden gleich mit ihm talken. Boah. Was steht denn da immer im Weg? Was ist da gerade passiert? Ich wollte eigentlich Doom einen auf die Nuss hauen und dann haut er den Captain auf die Nuss und dann wurde ich selber elektrisiert. WTF. So, jetzt kommt der Große gleich wieder rein. So. Alle stellen sich bereit. Und er ist wieder auf die Fresse geflogen. Komm hier in die Ecke. Jetzt wirst du aber fertig gebumst. Und tschüss, dein Leben war aber jetzt sehr sinnlos. Meine perfekten Maschinen, ihr habt sie ruiniert. Ich zerstöre euch. Jetzt stirb. Besiegt? Das ist unmöglich. Ich bin...
Ich bin Dr. Doom! Sorry, Doc. Aber weißt du was? Jetzt geht's endlich rund! Ja, das war so geil. So mit, jetzt geht's endlich rund! Und dann einmal weggeschossen. Dr. Doom haben wir ausgeschaltet. Gut so. Fehlt nur noch Loki. Aber wir kennen Loki. Wir wissen, wie er tickt. Und er wird bestimmt nicht so einfach sein. Mal gucken, wie das letzte Level dann abgeht. Bruder Loki, Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan? Eine Waffe? Über Blitze magst du verfügen, über Fantasie hingegen nicht. Ein schöner Hut. Galactus, der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Ich habe Hunger. Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen. Ich werde mir die Macht von Galactus zunutze machen. Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen. Wow, dass der sich mal nicht den Magen verstimmt. Das ist ganz schön viel Protein, selbst für einen Typen wie ihn. Meinst du das wirklich ernst, Bruder? All das ein trauriger Racheplan für die Erde und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. Dumm erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Okay, Leute, an die Arbeit. Avengers, versammelt euch! Ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran. Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Lustig. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Hallo? Doc, hier ist Nick Fury. Ich habe dir und deinen Freunden einen Vorschlag zu machen. Holt Abomination und Magneto und bringt sie zu Doom. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer. Geiler Humor hier wieder. Und Galactus ist draußen und will natürlich unseren Planeten fressen. Loki will damit halt seinen Rachefeldzug gegen Asgard und gegen die Erde machen. Ja, keine Ahnung, warum er diesen Rachefeldzug macht, aber keinen Plan. Lass ihn einfach mal machen. Wir werden ihn eh aufhalten. Jetzt müssen wir erstmal die Schurken zusammentrommeln, damit wir so weit kommen konnte. Ihr müsst Magneto und Abomination zu einem Treffen mit Dr. Doom begleiten.
Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Galactus aufhalten. Ja, ja, wir müssen ihn jetzt aufhalten und Dingens hier. Shield-Eskorten haben Abomination und Magneto zu einem Treffpunkt im Central Park gebracht. Trefft euch dort mit ihnen. Und ja, ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.